Ja, herzlich willkommen zur zweiten Gesprächsrunde. Heute am Tag der Health Community, zu Gast beim KKC e.V. Mein Name ist Frank Stratmann und wir dürfen Frau Dressler begrüßen, die uns etwas zum Feedback mitgebracht hat. Und ich habe eine große Gesprächsrunde mit unterschiedlichsten Akteuren, denn Feedback scheint sich zu verändern, da wird sie gleich was zu sagen. Was mich aber an die Gesprächsrunde gerichtet interessiert ist, erst einmal, mit wem haben wir es zu tun, vielleicht auch zu Ihrer Rolle im Berufsalltag und was Sie mit Feedback verbinden. Feedback ist ja sicherlich etwas Dankbares oder auch mal was Plötzliches, was Willkommenes oder auch mal nicht, je nachdem, wie es ausfällt. Darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Ich gebe also einfach gerne mal das Mikrofon in die Runde oder beziehungsweise gebe ich Ihnen dieses hier. Bitte. Ja, mein Name ist Manfred Kindler und ich bekomme eigentlich Feedback als Gerichtsgutachter. Wenn also irgendwas schiefgelaufen ist im Krankenhaus, dann schaut man nach der Medizintechnik, die ja grundsätzlich nie funktioniert hat beim Arzt. Und dann bekomme ich das Feedback negativ. Alles war eigentlich ordentlich geregelt, alles hat gut funktioniert, aber trotzdem hat der Patient jetzt eine Verletzung oder noch schlimmer. Und dann folgt das Feedback in der Presse. Das negative Feedback. Und dann kann es auch schon mal einen Shitstorm geben. Also ich bin eigentlich so mit den negativen Auswirkungen von, sagen wir mal, misslungenem Feedback befasst. Ja, der Shitstorm ist sicherlich eine der schärfsten Formen von Feedback, die wir im Moment kriegen. Interessiert mich auch als Kommunikationsmensch immer mal wieder im Rahmen der Krisenkommunikation. Ja. Herr Ruch. Ja, schönen Dank. Mein Name ist Norbert Ruch. Ich bin beschäftigt beim Röntgenikum-Konzern und zwar genau gesagt am Standort Bad Berka. In der Funktion Wirtschaftsleiter, Materialleiter oder Leiter der Materialwirtschaft, Einkaufsleiter. Ja, mit dem Wort Feedback verbinde ich natürlich einige Sachen, die mich im täglichen Leben womit ich mich konfrontieren muss. Das fängt das Feedback schon an, wenn ich den Monatsabschluss sehe. Das spiegelt natürlich auch so ein Stück weit mit meiner Arbeit wider. Wie wurde die wirtschaftliche Abteilung geführt, wie viel Geld wurde ausgegeben, Einnahmen. Also mit Feedback, auch der Kontakt mit den Ärzten zu den Vorschlägen, die wir machen, zu den Materialrunden, die wir machen, wo wir natürlich dann in die Diskussion gehen. Er auch Material testet auf der einen Seite und wir dann wieder das Feedback bekommen irgendwo, wie er damit zufrieden ist, der Austausch dazu. Das nur so ganz als kleinen Abriss. Mein Name ist Lothar Wienböcker. Ich bin alter Berufskollege vom Norbert Ruch, früher auch im Gesundheitswesen, Krankenhaus, Einkauf, Wirtschaftsleiter. Bin der Geschäftsführer des KKC e.V. und freue mich, dass ich auch etwas dazu sagen darf. Feedback, herzlich gern. Da halte ich es mit dem alten Henry Ford. Henry Ford hat mal gesagt, Erfolg ist, wenn die Kunden wiederkommen und nicht die Autos. Und das ist Feedback. Mein Name ist Gabriele Zimmermann. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin, bin lange Jahre im Healthcare-Business, da in der Laboratoriumsmedizin, habe auch im Vertrieb immer wieder Teams führen dürfen, auch internationale Teams. Feedback ist mein tägliches Brot. Einer der Dinge, die mir so spontan eingefallen sind, als ich ein neues Team übernahm und nach den ersten 6 Monaten Feedback-Gespräche führte, wie der Konzern es vorsah, kamen die Damen und Herren, gaben mir ein Feedback und sagten, oh, das war ja mal schön, Feedback kann ja auch nett sein. Also insofern gibt es auch eine bestimmte Erwartungshaltung und die kann also sehr unterschiedlich sein. Ja, mein Name ist Achim Schütz, Krankenhausgeschäftsführer, sehr erfolgreich gewesen, weil saniert und verkauft und alle Arbeitsplätze wurden erhalten, nur meiner nicht. Ich arbeite jetzt wieder als Berater und habe eine psychologische Zusatzausbildung. Und es ist immer spannend, was unter Feedback verstanden wird. Aber Frau Zimmer, was Sie gerade sagten, es gibt positives oder negatives Feedback. Und ich denke, Feedback müssen wir erlernen. Also es gibt ein Buch im Kohlhammer Verlag zur Leadership und Führung, macht ein bisschen Werbung in eigener Sache, erschienen. Da steht dann drin, und das musste ich auch erstmal lernen als Führungskraft, wie gebe ich wirklich Feedback? Wertneutral und positiv. Also ein Gradmesser ist an Feedback, egal wo Sie es hernehmen, wenn derjenige, der das Feedback erhält, nachher sagt, es geht mir besser wie vorher, was ein gutes Feedback. Und das ist so extrem selten. Das heißt also, es gibt Nachholbedarf, wir Berater sind da gefordert,
ein positives Feedback zu geben, dass man die, und ich glaube, das ist das Entscheidende, die Sachebene von der emotionalen Ebene trennt. Und da lernen wir von den Kindern, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Kinder erzogen hat, wenn sie mit dem schimpfen und die Kinder gucken beschämt nach dem auf den Boden, da sagen wir, guck mich doch mal an, wenn ich mit dir spreche. Und das ist der erste Fehler, den wir Menschen, die Erwachsenen machen. Die Kinder wissen genau, beschämt weggucken, die persönliche Ebene nicht zerstören, sondern auf der Sachebene bleiben. Ein Beispiel dafür, wie wir Feedback lernen. Jetzt könnte ich darüber dozieren, möchte ich aber nicht, gebe ich weiter. Vielen Dank. Mein Name ist Alexander Eifler, ich bin Assistent der kaufmännischen Leitung bei einer Medianklinik. Und nach der Ausführung ist ja auch nicht mehr allzu viel zu sagen, jetzt erstmal in der Einführung zum Feedback, sondern wollte ich nur nochmal anmerken, Feedback ist ja immer und überall, das heißt, man hat ja eigentlich keine einzige Situation, wo man kein Feedback bekommt, ob unbewusst oder bewusst. Der Streit zwischen Management und Ärzten, der keimt immer mal wieder auf und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit eben, dass du als Expertin heute mit an Bord bist, mal etwas darüber hinaus zu erfahren, was wir mit Feedback verbinden können, und bin ganz gespannt. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich natürlich, dass ich zu einem meiner Lieblingsthemen was sagen darf. Als Führungstrainerin habe ich schon viele Trainingsberatungen gemacht und irgendwann festgestellt, dass Feedback sozusagen das Basisthema ist. Wenn das nicht läuft und ich will ein Teambuilding machen, ich will eine Software einführen, ich möchte in einer Fusion Unternehmen begleiten und das Minimum an Feedback noch nicht trainiert wurde, Folgetrainings, Folgemaßnahmen immer wieder problematisch sind. Das ist so das eine. Unter Feedback wird ganz viel verstanden. Sie haben das auch sehr schön dargestellt. Ist es jetzt eine Rückmeldung einfach nur? Ist es eine positive oder negative Rückmeldung? Ist es ein Beschwerdetool, ein Shitstorm? Ist es ein Bestätigungswerkzeug, dass ich überhaupt zeige, ich habe es verstanden, wir haben eine Absprache geführt? Oder, so verstehe ich es natürlich, ist es ein Entwicklungsinstrument? Ja, das sind ja ganz große Unterschiede und jeder versteht darunter erstmal was anderes. Und gerade heute, wenn die Kulturen aufeinandertreffen, hat man früher immer gesagt, ja, da geht es um Indien, China, Deutschland. Diese Kulturen gibt es aber nicht mehr. Es gibt virtuelle Kulturen, nicht virtuelle Kulturen. Arbeitskulturen, Facebook-Kultur, die Marketing-Kultur, vielleicht auch eine Krankenhauskultur. Das heißt, jede Kultur hat wieder eine andere Form, was sie unter Feedback versteht. Und eine ganz große Herausforderung ist, diese ganzen unterschiedlichen Kulturen, mit denen Sie zu tun haben, hierarchiefrei zu verbinden, weil die eine Kultur nicht die Hierarchie akzeptiert, die Sie vielleicht in Ihrem System festgelegt haben, weil dort Hierarchien ganz anders gelebt werden. Und deswegen ist Feedback richtig, richtig kompliziert. Weil was Sie jetzt alle gesagt haben, ist natürlich richtig aus unserer Perspektive. Würde man in einen anderen Kulturkreis gehen, ist Feedback vielleicht auch wieder was ganz, ganz anderes. Und meine Frage, die ich immer wieder stelle und die ich natürlich auch gerne nochmal in den Raum werfen würde, ist, was brauchen wir denn überhaupt für eine Kompetenz, um Feedback zu geben, Feedback zu nehmen? Auch vor allem, man muss es ja auch nehmen können. Und wie kann man diese Kompetenzen vielleicht auch erlernen in so einem komplexen System, wo es eben nicht nur um zwei Abteilungen geht, alt-jung, virtuell, nicht virtuell? Also dann verstehe ich zumindest schon einmal, dass man Feedback mal aus der Ecke der saloppen Wortäußerung oder des Ausspruchs als Reflex auf etwas oder etwas Geschehenes, etwas Passiertes herausholt, sondern tatsächlich zur Methode im Rahmen eines Führungsverständnisses einsetzen kann. Und das sicherlich, könnte ich mir vorstellen, fällt auch dem einen oder anderen schwer, vielleicht sogar Herrn Ford, das war ja mit eines der Beispiele, der einen riesen Käseglocke mit seiner Aussage aufzieht und sagt, naja, wenn keine Autos zurückkommen, ist mir das genug Feedback. Das erinnert ja schon fast an den Schwaben, ne? Auch wenn er das, glaube ich, gar nicht war. Aber letztendlich muss man an der Stelle natürlich unterscheiden, was ist vielleicht unterhaltend, Ausspruch einer Legende, und was ist ein in einen Führungsstil integrierten Aspekt des täglichen Tuns, vielleicht auch mehrmals sehr gezielt auf einer echten Spur. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen? Also vielleicht, genau, das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass es eben nicht diese eine Feedback-Methode gibt, die ich selber sage jetzt als Beispiel,
ich bin hier auf einer Baustelle, da gehe ich zu dem Meister und sage, Junge, so geht's nicht. Das reicht vielleicht. Die kennen sich gut, die wissen, was das bedeutet. Jemand anders wiederum, dem muss ich das gar nicht sagen. Vielleicht auch, wenn man früher klassisch in asiatischen Kulturen war. Ich sage, letztes Jahr war es gut, nächstes Jahr wird es gut. Was habe ich weggelassen? Das aktuelle Jahr. Warum habe ich es weggelassen? Weil es nicht gut läuft. Ich muss das aber gar nicht sagen. Durch das Weglassen der Information habe ich das Feedback schon gegeben. Aber das ist eine ganz andere Kompetenz, die ich da brauche, als die, die ich gerade auf der Baustelle gebraucht habe. Und auch in der Gesundheitsbranche haben Sie ja immer mehr mit unterschiedlichen Nationalkulturen, mit unterschiedlichen Hierarchien, mit unterschiedlichen Bildungshintergründen zu tun. Und Sie bedürfen ja letztendlich unterschiedliche Kompetenzen und sich ein hineinfühlen, was ist jetzt gerade das Richtige? Das ist jetzt erstmal die Frage. Versteht das ein Chefarzt, wenn Sie mit dem im Jahresplanungsgespräch das Aktuelle weglassen und sagen, nächstes Jahr, da schaffen wir die Zahl? Ja und nein. Also es kommt auf den Chefarzt an. Aber es kommt auch auf die Führungskraft, also wie ich auf ihn zugehe. Was Sie eben beschrieben, ist ja so ein kontextualer Zusammenhang. Also man kann nicht diskutieren, wenn ein Notfall reinkommt und man diskutiert erst. Da wird entschieden und da ist die Sprache ziemlich eindeutig, nämlich knapp. Und das ist angemessen, kontextual. Das ist aber nicht gut, wenn man ein Mitarbeitergespräch führt zwischen mir und dem Chefarzt, weil Chefarzt ist ein Oberarzt, sondern kommen andere Dinge dran. Da ist die Aussage im Vertrieb, ist der Ausspruch von fort richtig, also das passt. Kontextual stimmt es. Wenn es aber darum geht, einem ein persönliches Feedback zu geben, beispielsweise bei Personalgesprächen, da gibt es ja sogenannte Beurteilungsbögen. Dann gibt es sogenannte Feedback-Gespräche, die sind so unfassbar katastrophal, weil was möchte ich erreichen? Erstens, dass wir in der Sachfrage zusammenkommen. Sie hatten es eben erwähnt, wie man mit jemandem denn halt umgeht, ist wichtig, dass ich ihn motiviere, dass ich Verständnis dafür bringe. Und wenn Sie mich so direkt fragen, fallen mir spontan Begebenheiten ein, wo ich mit dem Sherbert sprechen wollte und merkte, erreiche ihn nicht, er glaubt mir nicht. Nach dem Motto 2 und 2 sind 4, sagt der Schütz, Sie sind nur ein Kaufmann und Sie wollen mich über den Tisch ziehen. Und an der Stelle müssen Sie das Fachgespräch unterbrechen und ein persönliches Gespräch bringen. Sie brauchen das Vertrauen dieser Person und die ist von Sherbert zu Sherbert unterschiedlich. Und wenn dieses menschliche, zwischenmenschliche geklärt ist, und ich denke mal 95% aller Schwierigkeiten sind darauf zurückzuführen. Wenn Sie das geklärt haben, dann können Sie an das Fachliche gehen. Viele machen aber genau das Gegenteil, versuchen fachliche Themen durchzudrücken und wundern sich, dass sie halt kein positives Ergebnis haben. Also die kommen in so eine rationalisierende Schraube, die immer höher geht, aber die eigentlich das basal Menschliche gar nicht mehr abholt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Frau Zimmermann? Sie sind auch Coach vom Hintergrund? Oder? Ja. Wobei das, ich sag mal, das Tüpfelchen auf dem I meiner Berufserfahrung ist. Ich habe während meiner Coaching-Ausbildung gemerkt, wie viel ich davon über die Jahre hin angewandt habe. Ich habe bei den Antworten eines mir überlegt, wenn ich mir Feedback in verschiedenen Kontexten anschaue. Also ob es jetzt im Vertrieb ist, mit dem Vorgesetzten oder mit den Mitarbeitern, sind mir drei Dinge wichtig. Das eine ist Empathie für die Situation, für den Menschen. Ein zweites ist Mut. Mut auch zu den eigenen Überlegungen zu stehen. Und das dritte ist, ob es zwischen Kunden ist oder innerhalb eines Unternehmens ist, es muss ein bestimmtes Klima dafür da sein. Wenn es keine Fehlertoleranz gibt, wenn es primär auf Hierarchien und nicht auf Inhalte ankommt, dann ist das Klima für ein gutes Feedback relativ begrenzt. Und das sind Dinge, die in meinen Augen übergreifend sind für alle Arten von Feedbacks, die es zu geben gibt. Longer, was gibt es denn da für Besonderheiten? Wir haben jetzt schon ein bisschen was aus dem Krankenhaus gehört. Und das Krankenhaus internationalisiert sich natürlich da, wo Fachkräftemangel vielleicht durch ausländische Ärzte auch aufgefüllt wird.
die zu integrieren sind. Da gibt es eine Integrationsleistung für das Krankenhaus, aber gerade in internationalen Teams, wenn wir mal rausgehen aus dem Krankenhaus, da hast du ziemlich viel Erfahrung, auch im IT-Bereich, von der Seite kommen wir ja. Diese multinationalen, interkulturellen Teams, was gibt es da einen roten Faden, was das Thema Feedback betrifft? Ich würde jetzt gerne Ihre Argumentation aufnehmen, vielleicht auch eine schöne Vorwegnahme. Und zwar gibt es viele Forschungen, die sagen, dass tatsächlich Empathie eine Schlüsselkompetenz ist, eine sozusagen eine Unterkompetenz aller weiteren Kompetenzen. Und ich würde ganz kurz mal Empathie definieren. Empathie ist sozusagen ein denkendes Hineinfühlen, was zu einem prosozialen Handeln führt. Es ist also kein Mitleid, wo ich weine und versterbe an Leid. Es ist aber auch nicht einfach nur, dass ich mich in die Perspektive des anderen hineinversetzen kann, weil das kann auch ein Psychopath, sogar sehr gut, sondern es ist tatsächlich eine Verknüpfung zwischen Denken, Hineinfühlen und einem Handeln. Und das ist eigentlich auch die Basis für Feedback. Ich gehe in einen Raum und mein Gefühl sagt mir, ich muss mit dem Kollegen sprechen. Das heißt, da brauche ich einen Instinkt, sonst kriege ich gar nicht mit, dass da was schief läuft. Und dann, im Idealfall, mache ich aber trotzdem, schalte ich meinen Kopf ein und mache nicht nur dieses Gefühl, sondern überlege, was sage ich? Ist der Kontext jetzt genau richtig? Spreche ich mit ihm lieber alleine? Darf ich das sagen, auch wenn der arabische Mitarbeiter da steht und es vielleicht auch als Angriff sieht? Und dann muss ich das prosoziale Handeln. Was kommt daraus für eine Handlung? Was möchte ich aktivieren? Und das ist ein roter Faden, den man eigentlich in jeder Kultur anwenden kann. Und da kommt eben dieser Situationsansatz, zu sagen, ich gucke, wo ich stehe, auch durchaus hierarchisch. Es gibt Länder, da werde ich nicht so schnell was sagen können als Frau. Das ist so. Auch wenn mein Wunsch ein anderer wäre, muss ich gucken, kann ich das dem Kollegen sagen, ich würde ihn blamieren, obwohl er sich freuen würde. Aber wir müssen das dann nachher machen. Es gibt aber auch Kulturen, da wäre es genau richtig, dass ich jetzt mal auf den Tisch haue. Und das ist diese Situation. Und dafür brauche ich aber die Empathie. Die Empathie, um zu spüren, was ist jetzt angesagt für dieses Feedback. Und das ist der rote Faden. Herr Wienböcker, haben wir die Zeit im Krankenhaus? Sie sind ja mit Jahren gesegnet der aktiven Auseinandersetzung. Gerade in Einkaufsfragen ist das sicherlich nicht immer ganz einfach. Ja, die Zeit hat man, wenn man es denn will. Man hat immer für das, was man will, Zeit. Und die Ausrede, ich habe keine Zeit, hat ja immer Hintergründe. Wer sagt, ich habe keine Zeit, der kann nicht, der will nicht, der darf nicht. Das ist ja die Erklärung für, ich habe keine Zeit. Aber ich wollte nochmal auf das eingehen, was Herr Schütz gesagt hat, Sie verstärkt haben. Empathie. Ich muss ein Klima schaffen, haben Sie gesagt. Toleranz. Und da fällt mir dieser alte Satz ein, wer fragt, der führt. Wenn Sie ein Gespräch führen, egal mit wem, wenn Sie mit der Tür ins Haus fallen und sagen, so wird's gemacht, order the Mufti, haben wir jahrelang gehabt, hat nie geklappt, haben wir Diskussionen geführt, muss man's top-down machen oder button-up und so weiter, hat zu nichts geführt, die Frustration ist gestiegen, die Sprachverwirrung hat zugenommen. Deshalb, wer fragt, der führt. Wenn ich versuche, den anderen kennenzulernen, mehr von ihm zu erfahren, mehr von ihm zu wissen, dann schaffe ich die Empathie. Und ich schaffe noch eins, auch bei den unterschiedlichen Kulturen, was ich mir für sehr, sehr schwierig vorstellen kann, ich schaffe eine Vereinbarung. Die Vereinbarung ist die Voraussetzung für jede Kommunikation. Und ohne Kommunikation kriege ich auch kein Feedback. Denn Kommunikation ist ja Sender, Empfänger, Empfänger, Sender. Das nennt man ja Feedback, um es mal jetzt hier so zu formulieren. Und das geht nicht anders. Wir brauchen die Vereinbarung, Vereinbarung als Folge von Fragestellungen. Wer fragt, der führt. Ist Frage so etwas wie die Schwundstufe zur Empathie? Also auch in dem zweiten Teil Führung heißt es ja oft, der Mitarbeiter empfindet ja oft, ich werde gelenkt und gesteuert unter Führung, während vielleicht Führung auch etwas ganz anderes bedeuten kann. Und du hast ja vor allen Dingen mit Führungskräften zu tun. Also was leistet die Frage dann im Sinne der Empathie? Also das kann ich natürlich nur bestätigen, wer fragt, der führt. Und ich glaube auch, es gibt so Dinge, die haben sich auch seit vielen Hunderten von Jahren dann doch wieder nicht geändert. Also alle Modeerscheinungen zum Trotz und allem, was sich so verändert, gibt so Basisdinge. Und genau das ist es. Das Fragen führt dazu, dass ich mich hineinversetze. Erstmal in mich selber, nach dem Motto, ich fühle hier etwas. Oh, ich glaube, der Kollege, der ist gerade komplett überfordert mit der Situation, es fühlt sich so an. Und dann frage ich natürlich, anstatt einfach nur zu sagen, hier, mach mal was anderes. Mach jetzt mal was anderes. Das wäre ja dieses
ne, Order à la Mufti, sondern ich frage, ich stelle erstmal sicher, ist das Gefühl, was ich habe, passt das? Und kriege dann eine Rückmeldung sozusagen. Also, und das ist natürlich, was eine Führungskraft grundsätzlich beherrschen sollte, weil sie ja sonst irgendwas delegiert oder anordnet oder macht, was ja total falsch liegen kann in vielen Situationen. Haben wir denn da vielleicht auch unter den nachwachsenden Ärzten, so will ich mich mal ausdrücken, in den neuen Generationen so etwas wie ein Stimmungswandel? Also manchmal geht es ja in der Notaufnahme zu wie in der Küche eines Chefkochs. Ne? Sie haben eben das schlicht als, dann muss es mal knapp sein, beschreiben. Aber tatsächlich habe ich das auch am eigenen Leibe in der Auseinandersetzung mit ärztlichen Direktoren erlebt, in welchem Gefälle man da unterwegs sein kann und welches Feedback man bekommt. Das muss man einerseits aushalten, okay, aber als Arzt in Ausbildung, kann ich mir vorstellen, ist das nochmal etwas ganz anderes. Da haben Sie komplett recht. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Haltung an, die sich verändert. Also wer fragt, der führt, ist ein Grundsatz, der stimmt, aber auch nur in Ansätzen. Ich kann unterschiedlich fragen. Ich kann fragen, dass ich jemanden desavouiere und ihn damit verletze, in die Ecke dränge und ihn frustriere halt. Ich kann aber auch, und da bin ich vollkommen bei Ihnen in dieser Definition der Empathie und vor allen Dingen in der Haltung, in der ich die stelle. Und da sind wir also in einem Paradigmenwechsel, dass viele Chefärzte, wie wir sie noch so kennen, eine ganz andere Haltung haben, die, das hatten Sie, Frau Zimmermann, auch gesagt, in einer Umgebung, einer Betriebskultur mit Fehlerkultur und Hierarchie, das funktioniert nicht. Sehen Sie mal, in der Luftfahrtindustrie hat man die Hierarchie abgeschafft. Wenn man Vergleichbares im Krankenhaus machen würde, das wäre ein Kulturschock für viele. Aber es ist notwendig. Also meine persönliche Überzeugung ist, wir werden nur, und der Vergleich ist, wenn die Luftfahrtindustrie so arbeiten würde wie die Gesundheitsindustrie, gäbe es jeden Tag zwei Flugzeugabstürze. Ja? Ich will unsere Lanze brechen für unsere Gesundheitsindustrie. Wenn ich krank werde, bin ich froh, dass ich in Deutschland ins Krankenhaus darf. Keine Frage, aber kann noch viel, viel verbessert werden. Und dazu zählt Fehlerkultur, Hierarchieabbau. Und das geht nur über Kommunikation. Und da sind uns die jungen Leute mehr voraus. Die haben nicht dieses Standesdünkel, da haben sie recht, und sind auch schnell verletzt. Und der Chefarzt, der noch so altbacken auftritt, wird Probleme haben, halt Nachwuchskräfte zu bekommen. Weil die stimmen mit den Füßen ab. Das stimmt. Jetzt haben wir hier noch einen ergänzenden Aspekt. Bitte. Ja, wir kommen eigentlich immer näher an den Punkt. Wenn zwei verschiedene Leute jetzt eine Person fragen und ein Feedback haben möchten, können ganz unterschiedliche Antworten rauskommen. Das heißt, wir müssen uns auf die Kommunikation, auch auf den Sender, das, was Lothar angesprochen hat, wer fragt denn jetzt und in welcher Position fragt er? Ist er auf gleicher Augenhöhe? Was ist das Umfeld? Ist gerade was Schlimmes passiert oder ist man in einer guten Stimmung? Und was transportiert man so an unbewusst an Erwartungen? Ja, die Körpersprache spielt eine große Rolle, damit der andere auch jetzt sich darauf einstellt. Ist der Frager jetzt irgendwie enttäuscht oder böse, was aber gar nicht wörtlich sagt, sondern man sieht das an seiner Körpersprache. Also man muss beide genau betrachten, auch die Situation, wo dieses Feedback kommt. Und so muss man das Feedback dann auch einschätzen. Das ist ja nicht repräsentativ oder objektiv, sondern das ist eine Reaktion auf meine Aktion. Und die kann ganz unterschiedlich ausfallen. Sie sprechen ja vor allem diese Begegnung der Menschen untereinander an. Jetzt haben wir aber auch das Thema Digitalisierung am Stand und seit einigen Jahren oder Jahrzehnten schicken wir schon E-Mails und ich glaube, wir kennen das einerseits aus dem beruflichen Kontext wie aus dem privaten, dass manchmal eine Nachricht vielleicht gar nicht so gemeint sein könnte. Deshalb sind ja auch irgendwann mal die Emoticons entstanden, die dann vielleicht nochmal ein Augenzwinkern erlauben oder auch die Nachdenklichkeit transportieren, die mit einem Satz einhergeht. Und wir haben ja gerade schon interkulturell angesprochen. Viele Unternehmen agieren mittlerweile auf einer anderen Sprache. Das erleben wir sicherlich im Krankenhaus so nicht. Aber wir haben die unterschiedlichen Kulturen gehört. Vielleicht da auch nochmal aus deinem Erfahrungshorizont, wie das ist, wenn man über den Atlantik hinweg oder eben den Indischen Ozean miteinander im Team agieren muss. Weil ich glaube, das ist sehr spannend, wenn wir uns manchmal im Krankenhaus die Problemchen so anhören, dann denken wir uns, mein Gott, skaliert, haben Teams anderer Dimensionen mit anderen Hintergründen noch ganz andere Dinge zu laufen. Und im Piloten Business sehen wir das ja, ne? Wenn Sie die Abstürze gerade so in den Raum stellen, da ist dann Englisch vereinbarte Sprache und man hat eben auch multinational zu tun.
Also ich denke, da kommen jetzt auch wieder so ein paar Sachen zusammen. Einmal die Interpretation, also wie interpretiere ich ein Feedback? Es geht ja nicht nur um den Sender, sondern ganz klar auch, wie nehme ich ein Feedback an? Wir haben kulturell gesehen in Deutschland tatsächlich eine Fehlerkultur im Sinne von, obwohl wir uns durchaus auch Feedback geben, nehmen wir es auch teilweise sehr böse an. Also im Sinne... Ist böse gleich persönlich? Persönlich und also ich sage dem anderen sozusagen klare Kante, ohne viel Zeit, das war nicht gut. Und eigentlich macht es jeder so, ist jetzt sehr pauschal, aber gleichzeitig sind wir auch verärgert darüber. Aber trotzdem brechen wir nicht aus dem System aus. Wir spielen dieses Spielchen ganz oft trotzdem mit. Und natürlich, es ist wirklich, ich will jetzt auch nicht stereotypisieren, aber das ist mir natürlich schon in anderen Kulturen aufgefallen, dass gesagt wurde, dass die Leute große Ängste hatten und gesagt haben, wir haben alles falsch gemacht. Und ich sage, wieso? Wir haben seit 3 Monaten nichts gehört. Davor wurden wir gelobt und jetzt ist bestimmt alles ganz schlecht. Und da habe ich gesagt, nee, das heißt, dass jetzt seitdem alles super läuft. Und die haben das nicht verstanden. Also ich habe lange gebraucht, diesen Menschen zu erklären, dass, wenn wir nicht sagen in manchen Situationen, dass ein gutes Feedback ist. Und da ist mir das, in dieser Erklärung, ist mir das so aufgefallen, wie absurd das ist, dass ich das eigentlich so hingenommen habe über viele Jahre, weil ich ja auch so dazwischen den Generationen bin und auch merke bei den jüngeren Menschen, dass sie das nicht mehr so hinnehmen, dass sie sagen, das muss ausgeglichen sein. Einerseits, ne? Es muss, und das ist in vielen anderen Kulturen schon auch mehr auf Harmonie aus, in gewisser Hinsicht, dass man sagt, man achtet auch auf die Beziehungsebene in manchen Situationen. Wenn wir andere Kulturen sagen, ich muss da sehr aufpassen. Genau. Ja, ich möchte noch einen Aspekt dazu nehmen, das will ich gar nicht in die Kritik nehmen, sondern wenn wir andere Kulturen sagen, dann gehen wir davon aus, und das wissen wir ja auch, dass Asiaten eben anders miteinander sprechen. Oder wenn man mal in dem japanischen Kontext reinschnuppern durfte, welche feinen Nuancen da gibt, oder in der einen oder anderen Urlaubsreise sehen wir ja auch, wie man sich begrüßt, wie tief man runtergeht und so weiter. Ich meine aber auch, wenn wir über interkulturell sprechen, gibt es dort so etwas wie das Phänomen, dass man nochmal insgesamt in der Einstellung anders Rücksicht aufeinander nimmt? In dem Sinne, dass man ja weiß, man ist unterschiedlich oder wir kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Mhm. Wir gehen also aufeinander anders zu. Mir kommt das gerade, wenn ich jetzt hier auf einer internationalen Messe wie der Medica bin, dann merke ich ja, wenn ich vielleicht einen Stand betreue und da kommt der ausländische Gast, der die Messe in Deutschland besucht, den gehe ich ja instinktiv auch schon ein Stück weit anders entgegen, als wenn ich jetzt eben auch in einem Krankenhaus relativ voraussetzen kann, dass uns ähnliche Dinge beschäftigen, wie in einer Gesellschaft eingebettet sind. Was ist da in Teams feststellbar, die sich in sich schon beim Findungsprozess auch wissen, wir kommen aus unterschiedlichen Also was du ja gesagt hast, ist im Grunde, wenn ich auf jemanden treffe, der in irgendeiner Form eine andere kulturelle Prägung hat, die jetzt nicht national bezogen sein muss, das kann auch eine Arbeitskultur sein oder eine Wertekultur, dass ich dann mehr Rücksicht nehme als der Kumpel, der neben mir steht, wo ich denke, dem kann ich das auch so sagen. Das ist sicherlich fast auf der ganzen Welt gleich, dass Menschen in der Regel versuchen, erstmal etwas vorsichtiger und höflicher zu sein, wenn sie nicht genau wissen, wie tickt der andere. Also das Zweite ist, und ich komme wieder auf die Empathie zurück. Die einzige, also es gibt ja so Grundgefühle, die auf der ganzen Welt gleich sind, die also dem Menschen gleich sind, egal ob vor 1000 Jahren oder in welcher Kultur auch immer, das ist eben die Fähigkeit zur Empathie. Und wenn wir uns mehr trauen, diese Empathie auch zu üben oder die Empathiefähigkeit zu trainieren, auch in solchen Führungstrainings, dann werden wir es leichter haben, einzuschätzen, was wir wann machen müssen. Und vielleicht gibt es manchmal, weiß ich nicht, jüngere Menschen oder andere kulturell anders geprägte Menschen, denen es leichter fällt. Als vielleicht noch abschließend, wir haben eben eine Kultur, wo wir explizit das Wort benutzen. Das heißt, wir machen viel über Wörter. Und es gibt Kulturen, die achten mehr auf die Mikromuskulatur, die ich aber gar nicht erkenne. Ich würde sagen, der Kollege, der sitzt doch die ganze Zeit so da. Und neben mir die Person sagt, nee, der war traurig zwischendurch, dann hat er sich gefreut, weil ich nicht trainiert bin, diese Mikromuskulaturbewegungen zu sehen. Und vielleicht kann uns da ja die Technik bald helfen, wenn wir jetzt bei digital sind, ja, dass die uns dann so ein Fenster aufmacht und sagt, der weint jetzt eigentlich gerade innerlich und ich denke, der hat doch gar nichts gemacht, weil wir sind gewöhnt, dass wir das sozusagen so auf dem Teller präsentiert kriegen, was gerade Sache ist, mit vielen Worten. Und andere brauchen da vielleicht weniger. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe, aber vielleicht.
Vielleicht ist das, ich habe tatsächlich an Herrn Elfler eine Frage gleich, aber tatsächlich lachen wir ja im Moment darüber, dass irgendwelche neuen iPhones jetzt quasi die Mimik in diese Emoticons überführen kann, die wir mit der Kamera aufnehmen. Das ist insofern vielleicht wirklich eine spannende Entwicklung und vielleicht hilft tatsächlich eines Tages Technik. Aber an Sie die Frage, wenn Sie, Sie sind ja Referent, habe ich richtig gesehen, Assistent der Geschäftsführung. Das heißt, Sie wohnen ja häufig vielleicht auch mal im Personalgespräch bei, ohne dass Sie jetzt wirklich aus dem Nähkästchen mal Medien plaudern. Aber Sie sind ja in der glücklichen Lage, mal in der zweiten Ordnung dabei sein zu können und vielleicht diese Mimik, die angesprochen ist, auch zu sehen. So, oh Chef, das hättest du jetzt besser nicht gesagt, weil ich hab die Augenbraue vom Chef als beobachtet. Wie geht's Ihnen dabei? Ja, also erstmal wollte ich noch dazu sagen, Empathie, ja, aber was mir noch immer fehlt, ist da auch die Akzeptanz, weil wenn ich den anderen und die Person und dem seine Arbeit nicht akzeptiere, dann kann ich ja auch überhaupt keine Empathie überhaupt erstmal aufbringen, um ihn auch so wertschätzend gegenüberzutreten in dem Gespräch und ihm das auch dann aufzuzeigen, ja, ich respektiere auch deine Arbeit, die du machst. Und das ist meiner Meinung nach auch die Gefahr, wenn dann zum Beispiel ein Chefarzt mit einem Assistenzarzt redet, weil er weiß, er ist der Chefarzt und dein... Die leben aber auf dem gleichen Kontinent. Wie sieht das denn zur Pflege aus? Inwiefern? Wenn der Oberarzt mit der Pflege auf Station zum Beispiel zu einem Patienten interagiert und Feedback gibt. Das kommt immer drauf an. Das ist durchaus unterschiedlich. Das kommt A, auf die Pflegekraft drauf an, ob die sich sowas bieten lässt. Das gibt es ja auch durchaus mal, dass ein Chefarzt auch bei einer Pflegekraft nicht alles sagen kann, weil er dann auch erstmal eine Retourkutsche kriegt. Das misst sich, glaube ich, im Berufsjahr, ne? Ja, unter anderem. Ich habe tatsächlich Pflegekräfte kennenlernen dürfen, die waren 47 Jahre auf Station. Da hat sich kein Chefarzt getraut, Feedback zu geben. Nein, das an der Stelle. Aber gerne auch hier nochmal, wie ist das im Rahmen der Einkaufspolitik vielleicht oder was erleben Sie dann in der Auseinandersetzung aktuell auch? Also ich weiß mal, ja. ich wollte mal so einen Schrank haben, um meine Flyer in der Kommunikationsabteilung sortieren zu dürfen. Der kostete 237 Euro, habe ich nicht gekriegt. Viel zu teuer. Ja, ne? Zu teuer ist auch ein Feedback. Nein, ich denke mal, das, was Sie gerade gesagt haben, das ist ein ganz entscheidender Punkt einfach auch. Empathie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, Sender und Empfänger. Wie bringe ich etwas rüber, wie hole ich mir ein Feedback ab und vor allen Dingen auch, wie wird das Ganze aufgenommen. Und da greife ich einfach nochmal ganz kurz auf, was der Herr Zimmermann eben gerade sagte, das Beispiel zum Beispiel, dass dieses Beispiel der Piloten oder der Flugsicherheit irgendwo, was man weiß. Man ist ja da bei der Flugsicherheit, glaube ich, ganz anders davor gegangen. Im Cockpit gibt es keine Hierarchieebene mehr. Das hat man komplett ausgehebelt da. Und da gab es in der Vergangenheit, vor vielen Jahren, einige Probleme, bevor man das gemacht hat. Und die Frage auf das Krankenhaus, man ist daran und man arbeitet auch daran, dass man mehr als Team arbeitet. Im OP beispielsweise, dass auch dann der Assistenzarzt einfach mal sagt, lieber Chefarzt, ich glaube, was du jetzt da machst oder dein Plan passt vielleicht nicht so. Wollen wir das nochmal überdenken oder nochmal durchsprechen? Das war vielleicht vor 15 Jahren absolut undenkbar, das wäre ein Karriereknick gewesen irgendwo. Und deswegen, also das, was Sie gesagt haben, kann ich eigentlich nur unterstreichen, Sender, Empfänger und die Frage ist einfach, wie ist die Hierarchieebene aufgestellt und aufgebaut? Verflachen sich denn die Hierarchien im Krankenhaus tatsächlich schon so, wie es bei Startups in Stellenanzeigen steht? Allgemeines Kopfschütteln? Ich möchte eigentlich ergänzen, was mein Berufskollege gesagt hat. Ich muss jetzt einen kleinen Werbeblock einlegen für den KKC e.V. Auf mehreren unserer Flyer steht der kluge Satz drauf, mehr voneinander wissen, gemeinsam erfolgreich sein. Und das passt hier, denn natürlich ist wichtig, dass ich frage. Natürlich ist wichtig, dass ich auch lese, wie der andere fühlt, dass ich das erkenne, also diesen Feedback bekomme. Ich muss aber auch wissen, in welcher Welt der andere lebt und vor allen Dingen, jetzt komme ich wieder zu der Vereinbarung, ich muss es irgendwie schaffen, dass er und ich am gleichen Strang ziehen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Vorhin zu dem Beispiel mit dem Piloten, da fällt mir eine kritische Bemerkung ein.
Die Fluchsprache ist, wie wir wissen, ja Englisch. Das ist eine Vereinbarung. Und wenn der Tower zu dem Pilot sagt, steigen Sie auf so und so viel 1000 Feet, dann sagt er Roger. Und Roger heißt, vereinbart, ich habe verstanden, ich mache das. Nur der arme Fluglotse kann mit diesem Roger, was wir für so wichtig halten, für so toll geregelt, dann überhaupt nichts anfangen. Denn ob der wirklich steigt oder nicht steigt, das muss er ihm glauben, weil er nicht sieht. Aber er hat ja Radar. Und auf dem Radar prüft er das nach. Das heißt also, Feedback ist eine tolle Sache, es darf aber kein Pseudo-Feedback sein. Und bei vielen Feedbacks, die ich heute höre und erlebe, habe ich so das Gefühl nach dem Motto, jau, jau, machen wir, wie der Westfale sagt, und aus den Augen, aus dem Sinn. Und da sehe ich eine große Gefahr. Dem würde ich auch beipflichten und habe noch mal eine Frage an dich, Longa. Auch diesbezüglich, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, nochmal zur Erinnerung, Feedback kann auch methodisch gesehen zum Führungsstil dazuhören. Und jetzt kommt er über motivierte Chef von der Schulung, die er sich vielleicht auch im Internet mittlerweile runtergeladen hat. Und jetzt versucht er sich im Feedback üben und landet genau bei Herrn Wienbürgers Einwand von gerade. Was erleben wir da? Also ich glaube erstmal Feedback, ich würde es gerne nochmal anders angehen. Ich glaube, Feedback hat am Ende für mich zumindest, und da sage ich auch ganz bewusst für mich, schon das Ziel, es auch als Entwicklungs- und gemeinsamen Austausch- und Lerninstrumentes zu sehen und nicht nur sein Frust loszuwerden oder eine Order zu geben, sondern es ist ja so ein gemeinsames Ding. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, da sind wir uns einig. Und Feedback hat langfristig gesehen immer das Ziel, Hierarchien abzubauen und ist auch erst dann in einer perfekten Funktion möglich, wenn es keine Hierarchie mehr gibt. Und Hierarchie heißt nicht, dass es nicht eine Rollenzuordnung und eine Rollenautorität gibt. Also das ist das, was viele zwar wissen, ne? Sie nicken, alle sagen ja, ja, aber wenn man mal ehrlich ist und man geht in die Organisation, wird oft Rolle und Hierarchie immer noch nicht getrennt. Ja, und wenn ich sage, ich habe zwar hierarchisch, ob da die Pflegekraft steht oder der Assistenzarzt, wir sind alle auf einer Hierarchie, aber in der Rolle habe ich immer noch zu bestimmen, welches Medikament ausgeteilt wird, weil ich da die Expertise habe, dann ist das was anderes. Und das Zweite, was ich anmerken möchte, die Kulturen, die sehr gut mit Feedback umgehen, und ich meine jetzt nicht Nationalkulturen, sondern Arbeitskulturen, haben in der Regel hervorragende Leitlinien. Da reden wir auch oft von, aber es ist oft so eine ausgedruckte Geschichte, wo ich schon mal sage, das ähnelt sich auf den Homepages, aber es steckt schon mal leider nicht so viel dahinter in manchen Organisationen. Und die Leitlinien helfen, dass man in so einer hierarchiefreien Ebene immer noch weiß, welche Spielregeln gelten. Ja, also das vielleicht nochmal. Und das ist eigentlich da, wo es funktioniert. Die Leitlinien stehen, wir wissen, wir haben eine Ebene, eine Augenhöhe, es ist ein Miteinander und die Rolle ist aber auch klar. Ja, und wer im medizinischen Bereich arbeitet, weiß, wie viele Feedbackschleifen es gibt, bis eine Leitlinie steht, ja, die natürlich mit Sorgfalt gemacht werden muss. Ich möchte jetzt mal ganz bewusst, so für die letzten 10 Minuten, mal weg von der reinen Zwischenmenschlichkeit, weil Feedback kommt, glaube ich, manchmal, wir haben das eben mit Facebook-Kultur und so weiter, auch anders daher. Ich hatte einen Gedanken vor einigen Wochen schon, was denn wohl passieren könnte, wenn diese klugen Uhren, die wir jetzt alle tragen sollen, plötzlich tatsächlich zu einem diagnostischen Instrument werden. Und wenn diese Diagnose insofern dazu führt, dass ein Patient sich, der ja auch jetzt unheimlich souverän geworden sein soll, da streiten wir noch drüber, tatsächlich mit einem Diagnoseverdacht zum Arzt kommt. Jetzt bin ich so ein bisschen auch im Ambulanten, wo wir die Situation erleben, dass ein Arzt tatsächlich eigentlich nur noch eine Diagnose bestätigen müsste. Es ist tatsächlich ja technisch nicht ganz so weit futuristisch gedacht, dass eine Uhr eines namhaften Herstellers möglicherweise Hinweise auf Herzinsuffizienz geben kann, die im klinischen Setting mit großem Kino tatsächlich einfach nur eine Bestätigung erfährt. Was macht das mit der Selbstwirksamkeitserwartung, weil es ja im Rahmen von Feedback ja irgendwo reinhört? Da kommt der Patient ja schon mit einem Feedback so in dem Sinne, dass ich sage, mir hat die Uhr gesagt, dass ich das haben könnte und jetzt müssen wir da mal herangehen in irgendeiner Form. Und dann auch in der Glaubwürdigkeit natürlich, weil der Patient ja wirklich sagt, naja, aber die sagt das und du sagst das. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Frau Zimmermann?
Also ich glaube, dass Ihnen einige niedergelassene Ärzte schon sagen würden, in der Situation stecke ich auch schon ohne diese Uhr, weil der aufgeklärte Patient hat erstmal gegoogelt. Google ist ja da. Ja, und ich denke mal, dass es zum einen auch auf das Selbstverständnis desjenigen kommt, der mit diesem klugen Patienten konfrontiert wird. Und wir sind in der Kompetenz immer mehr als nur 3 oder 4 Daten oder 10. Und solange beide Gesprächsteilnehmer das vor Augen haben, auch der Patient will ja nicht nur einfach wissen, yo, Herzinsuffizient, ich kann jetzt wieder gehen, sondern das ist auch von seiner Seite die Bitte um ein Feedback, das mehr als nur diese Zahlen enthält. Also ich finde diesen Aspekt, dass man auch den Wunsch nach Feedback hat, auch das Recht auf Feedback hat, das passt auch in diesen Kontext hinein. Aber bedient das nicht genau das Problem, warum wir das Orakel Google heute benutzen? Wir tun es ja sogar als die Profis, weil das Feedback gewohnterweise schneller kommt. Lade ich das Foto rauf, kommt das Like. Habe ich ein Symptom an mir festgestellt, brauche ich jetzt Feedback. Und zwar nicht in 4 Wochen beim Facharzt oder übermorgen beim Hausarzt, sondern ich möchte jetzt das Feedback. Aber wenn Sie sich das mal wirklich vor Augen führen, Sie kriegen zu jedem Ihrer Symptome zwischen in 14 Tagen bist du nicht mehr hier und macht gar nichts, immer eine Bandbreite. Sie kriegen kein konkretes Feedback über solche Medien. Sie kriegen über bestimmte Laborwerte auch. Sie kriegen zwar, Sie haben jetzt im Moment den Blutzucker von 350 und das ist ungesund, aber Sie kriegen immer nur einen kleinen Aspekt. Ja, der ist ja volatil, aber macht das nicht eigentlich der Arzt letztendlich versuchen, über eine Datenlage, die er erzeugt, eine Rationalisierung zur Klarheit des Bildes arrangieren? Ja, ich glaube, jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu, nämlich die Erwartung. Der Patient hat eine Erwartung an den Arzt. Er möchte erstmal ernst genommen werden, weil er hat ja recherchiert. Und er hat ja eine Theorie und er möchte jetzt Tabletten dagegen haben. Das ist dann also diese Methode, dass der Arzt die Patienten mit Tabletten ruhig stellen muss, auch wenn die eigentlich nicht erforderlich sind. Aber der Patient will immer ein Medikament haben. Ich erinnere mich so an diese ganzen Umfragen bei den Wahlen. Wenn sie gewählt werden, was werden sie denn wählen? Und dann erstaunt man hinterher, wie die Wahlen wirklich ausgefallen sind, weil viele nennen nur das, was wohl erwartet wird, aber nicht das, was die eigene Meinung ist. Das heißt, man versucht schon, die Erwartungshaltung des Interviewers oder des Fragenden zu erfüllen. Und diese Erwartungshaltung, die finden wir auch in der Medizin, beim Arzt, und die spielt jetzt auch bei dem Feedback eine Rolle. Das verzerrt das Feedback. Wenn der Chef, Herr Schütz, fragt und erst den Ball an den Mitarbeiter spielt und sagt, was ist denn Ihr Eindruck von der Situation? Dann hat er den Spieß ja ein bisschen rumgedreht, oder? Ja, da ist schon eines passiert. Es ist in der Kommunikation eingetreten. Also die Erwartungshaltung, das sehe ich genauso, die wird steigen und das Recht und das Selbstbewusstsein der Patienten wie auch der Assistenzärzte, das ist gleich. Und da können wir drüber sprechen, die Digitalisierung kommt, die Selbstinformation kommt und es kommt zu einem Paradigmenwechsel. Denn der Patient möchte mit dem Arzt kommunizieren, wie auch der Assistenzarzt mit dem Chefarzt in der Hierarchie. Und das ist man nicht gewohnt. Ihr Beispiel von eben, ja, sollte verifizieren. Das können wir beurteilen. Ich sehe das wie Frau Zimmermann auch, wie man möchte. Aber das machen würden wir doch selber machen. Wenn wir ein Symptom machen, wir erkundigen uns sofort und unmittelbar. Es ist ja 24/7 zugreifbar. Ich glaube auch nicht, dass das was Neues ist. Es wird nur mit neuen medialen Vielfalten ausgestattet. Genau, ganz genau. Und mit diesen Informationen, ist ja nur die Fülle der Informationen, die zunimmt, wird dann der Arzt dann auch konfrontiert und muss halt dazu Stellung nehmen. Vorher war das anders. Er hatte die Diagnostik und er hatte dann halt dem Patienten kurz und knapp gesagt, was zu tun ist. Kein Kommentar weiter. Jetzt kommt ein Patient, der informiert ist, der selbstbewusst ist und der mehr Zeit von seinem Arzt einfordert. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der so eine kulturelle Veränderung, die ich sehr positiv finde, anstoße, dass man mehr miteinander spricht. Weil zur Empathie gehört auch zuhören, miteinander sprechen, Verständnis haben, auf die Erwartungen eingehen. Das sind alles Dinge, die dann halt auch, Sie sprachen das Mitarbeitergespräch an, auch im Mitarbeitergespräch ankommt. Die Erwartung eines Assistenzarztes ist immer
auch mal Feierabend zu machen, ausgebildet zu werden, Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben und auch mal den Chefarzt was fragen dürfen. Einverstanden. Mir kommt gerade noch der Gedanke, dass wir, also wenn es darum geht, Ärzten ein Feedback zu geben, ja auch seit jetzt gut 10 Jahren damit leben, dass man über Internet Feedback in Form von Sternchen und Wimpeln und was es nicht alles auch an Freitextmöglichkeiten gibt, dieses Feedback an den Arzt zu spielen. Die ersten, die darunter tatsächlich gelitten haben, waren ja, also in der Perspektive des Arztes wohlgemerkt, waren die ambulanten Ärzte. Jetzt haben wir ja eben auch schon die therapeutischen Teams, die zusammenwachsen auf einer Insel der Glückseligkeit, die sich Krankenhaus nennt und wo die Kontinente ja sehr eng zusammen zu sein scheinen, aber es gibt irgendwie ein Gefälle darin. Jetzt muss aber der ambulante Arzt, wir haben auch eben in der Eingangsdiskussion zur ländlichen Versorgung gehört, der Pflegedienst mit integriert werden. Die Teams werden also nochmal unüberschaubar. Insofern passt die Analogie, glaube ich, ganz gut zu sagen, wir sind da irgendwo interkulturell unterwegs, wenn man von den Mentalitäten hergeht. Herr Eifler. Genau, das Thema wollte ich nämlich auch gerade aufgreifen, dass man ja auch über das Internet immer jetzt bewertet wird sozusagen und auch immer ein Feedback bekommt. Das ist ja in den letzten Jahren auch gestiegen, auch im Krankenhaus. Da kriegt man ja auch nicht immer eine positive Bewertung. Das ist ja auch nicht immer auszuschließen. Aber da sieht man auch, dass Feedback dann auch oft, wenn, gibt es ja auch ganz viel in Krankenhäusern, die Feedback-Fragebögen, wo am Ende des Aufenthalts ausgefüllt werden. Ist natürlich dann im Nachhinein schön zu wissen, aber der Patient ist trotzdem unglücklich und geht nach Hause. Das heißt, man verpasst ja da schon den Zeitpunkt, richtig anzufangen und vielleicht nach 1-2 Wochen, wenn er länger da ist, oder auch einfach mal früher schon in das Feedback mit einem Patient auch zu gehen. Weil am Ende des Tages ist ja der Patient das Kernelement jeder Krankenhausleistung oder jeder Arztleistung. Wobei, da haben wir natürlich den wichtigen Aspekt der Erwartungshaltung wieder drin. Also ich habe solche Patientenumfragen betreut, die fanden einmal auf der Bettkante statt, dann Wochen später mal im Modell oder die AOK als Unbeteiligter bzw. Kostenträger fragt dann nochmal einige Monate später nach. Dann hat sich verschiedenes Gesetz vielleicht auch da vielleicht im Zeitfaktor mal ansprechend, den Zeitfaktor ansprechend, wann Feedback Sinn macht, auch gleich an dich die Frage, ne? Also Feedback sofort, ad hoc, reflexartig, oder macht man es einmal im Jahr in einem Mitarbeitergespräch, ja? In welchen Rhythmen muss das, in welchen Intervallen muss das platziert werden? Genau, also da ist ja auch die Frage, das macht man dann mal modellmäßig, macht man das mal für 2-3 Patientengruppen und dann hat man die Auswertung und das war's aber dann. Man macht das ja nicht kontinuierlich und auch ich bin auch kein Freund davon zu sagen, man muss ein Feedbackgespräch in einem bestimmten Intervall machen, sondern es muss ja eigentlich gelebt werden, dass wenn jemand Gesprächsbedarf hat oder etwas äußern will, dass er jetzt nicht ein Dreivierteljahr dann warten muss, bis der nächste Termin ansteht, sondern da muss ja eigentlich immer die Möglichkeit geben, das zu machen. Und daher ist ein festes Intervall für mich persönlich ein bisschen semi-optimal. Also insofern vielleicht die Abschlussfrage an Longa Dressler. Das Thema Zeit würde ich ganz gerne nochmal von dir hören und behandelt sehen, weil das natürlich auch, wenn wir über Methodik sprechen, eine wahnsinnige Herausforderung ist. Gerade für Geschäftsführer, die im direkten Kontakt mit Führungskräften auch wieder sich im Feedback üben. Das muss ja untergebracht werden. Manchmal will man sich vielleicht wegducken und manchmal ist es einfach auch wichtig, es platzieren zu können. Also mein Chef ist immer auch mal, wenn er später raus ist, über die Intensivstation und hat einfach mal auch den Kontakt gesucht. Es hat sich im Haus bewegt und ähnliches. Aber tatsächlich methodisch muss man jetzt da auch nicht den Zufall provozieren, sondern am Ende des Tages auch eine Verlässlichkeit ausstrahlen. Jetzt droht mir Feedback oder jetzt darf ich wohl Feedback bekommen. Also wie siehst du das? Also vielleicht nochmal so das zusammenfassend. Feedback, ob das jetzt virtuell stattfindet, ist ja auch immer der Ursprungswunsch des Menschen nach einer Form von Anerkennung. Ich wurde gesehen, ich kriege eine Reaktion. Und deswegen, egal ob das mit einer vorgefertigten Diagnose ist, es geht ja immer wieder darum, ich sehe dich, du bist da, du lebst, okay. Also im Sinne von, du bist ein Mensch, der mit mir in diesem Raum sitzt und nicht, ich ignoriere dich. Und methodisch gesehen gibt es auf jeden Fall
Und da würde ich sagen, neben all der Empathie und Sender-Empfänger-Modellen und so weiter, ist es schon gut, dass Menschen trainieren, unterschiedliche kleine Feedback-Methoden sich anzueignen. Weil genau was Sie sagen, ich muss auch ein Quick-Feedback geben. Ich muss auch ein Zwischentür- und Angel-Feedback beherrschen. Wenn ich das nicht kann, ich kann nicht ein Dreivierteljahr warten in manchen Situationen. Ich habe nur ein paar Minuten und da kann eine Methode auf jeden Fall helfen. Also helfen, dass ich nicht irgendwas irgendwie völlig ungeplant, völlig chaotisch mache, sondern auch die Anerkennung des Patienten oder Mitarbeiters auch irgendwo versuche, Genüge zu leisten. Also, ja. Also da nehme ich mit, das Feedback raus muss aus der Ecke nice to have. Es muss sich kurz gut anfühlen. Es soll wahrscheinlich eher in Richtung gut. etwas Positiven gehen, ja. Motivieren etwas vielleicht, motivieren, genau. Motivieren, Wind in den Segel, Feedback als Anerkennung auch. Als Entwicklungsinstrument. Dass im Überhang durchaus in Richtung Anerkennung gearbeitet werden darf. Und nachdem wir jetzt die kontinentalen Verschiebungen im Krankenhaus geklärt haben, vielen Dank in die Runde. sicherlich wartet da noch einiges auf uns, wenn wir in Richtung der unterschiedlichen Kultursprünge an einem einzelnen Arbeitstag berücksichtigen, weil es schriftlich etwas anderes ist als in einem ruhigen Mitarbeitergespräch, wo Zeit da ist oder eben einfach mal zwischen Tür und Angel muss. Vielen Dank in die Runde. Danke. Fürs Kommen, fürs aktiv Einbringen, Beteiligen. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.